Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir machen heute, wie versprochen, mit ein bisschen Nebenquests weiter. Und zwar wollte ich die Quest dort unten, das ist der Altmeister, Stufe 28. Da werden wir uns doch jetzt mal ein bisschen rantasten, würde ich sagen. Genau, und wenn es euch ein bisschen gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Leute, würde mich alles sehr, sehr freuen. So, aber jetzt genug gesabbelt, starten wir die Quest. Hilarus, du alter Sack, deine Tage sind gezählt. Keine Angst, für dich habe ich noch genug übrig. Du bist aber ab, lahm und schwach, du kannst kaum schlagen. Das ist nicht weit. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Oh, okay. Hallo Boden. Hallo Boden. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held. Oh, nie, oder? Ich töte dich! Schon vorbei. Ey, dass ich die Quest nicht verfolgen kann? Okay. Du bist doch zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen? Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich so, ein Fleischberg. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein! Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot. Aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Ach du Scheiße. Schön, da wären wir. Unterschätze ihn bloß nicht. Halt deine Hände oben. Du lässt beim Haken deine Rechte sacken. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Immer diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Ich glaube, dass der selber nicht mehr geistig auf der Höhe ist. Was Besonderes für dich. Oh, seht! Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Jetzt! Ich bring dich um! Das war so nicht abgemacht! Du fieser Greis! Ich bin raus! Wer ist jetzt der Feigling, du Schlappschwanz? Nur schnell vorbei, Jürgen. Und kämpf zu Ende! Das war gute Arbeit! Ein schöner Anfang! Fast schon arena-würdig! Wie heißt du, mein Sohn? Bayek von Siva.
Und ich habe schon in der Arena gekämpft. Kein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Okay. Gehen wir doch mal hin. Dann machen wir das gleich fertig, Leute. Ja, die Quests sind hier wirklich schon cool gemacht in dem Game, muss ich sagen. Also nicht nur hole hier 10 von denen oder mach 20 von dem. Also alles so ein bisschen eine kleine Geschichte, das finde ich richtig nice. Okay, meditieren wir doch mal. Wundervoller Nachthimmel. Schön hier oben. Wo ist dieser alte Narr? Er ist spät dran. Bayek, hier unten! Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Okay. Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Vilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe, du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Das war's doch wert, findest du nicht? Das war's wohl. Da war ich zwar schon mal oben, es ist aber immer egal. Gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ein Wettlauf zum nächsten Kampf! Gib den Weg frei! Hey, was bist du denn für einer? Du hast das Pferd nehmen sollen. Ach, bei allen Göttern. Du verlierst doch nicht gegen einen Greis, oder? Ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen? Lässt aber nach, der Alte. Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Bei Amun, du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können, außer kämpfen. Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Klar. Ah, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Da lang. Hilfe, Hilfe! Es ist Herkules! Du gehörst mir, Helena von Troja. Ja, das ist dein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon. Die warten. Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin bereit. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes. Danach schlage ich dich zum Vergnügen. Dich schlitz! Verflucht, du verlogener Greis! Wenn du Freunde mitbringen kannst, dann ich auch! Männer? Ah, so soll es hier also laufen! Dann bin ich aber auch dabei! Alarm! Alarm!
Könnte ich auch nicht, Mädchen. Sehr schön. Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Nein. Du musst nur stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt. Machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir? Ob ich... Nibet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Hat er doch schon einen Job. Im Puff. Alles klar. So, Leute, dann würde ich schauen. Ich habe unten noch eine Quest gesehen. Diese dort. Stufe 29, das Maul Sobeks. Okay, wo sind wir denn jetzt? Da müssen wir eigentlich zu Fuß hinkommen. Machen wir die noch gleich mit, weil die ging jetzt recht fix, muss ich sagen. Und danach müssten wir dann aber auch schon Stufe 34 sein. Hoffe ich mal. So, dann los da. So schiebe ich hier. So. Na, ist sie oben oder was? Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter. Eine illegale Gerberei. Okay, untersuche den Lagerraum. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Blasphemie. Die heftig. Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Geschmuggelt vielleicht? Da sind Frachtzeichen angebracht. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Okay, erreiche den Hafen nach der Gerberei. Hier können wir bestimmt durchbrechen. Ne, können wir nicht. Okay, dann müssen wir hier oben wieder raus. Kommen wir hier oben raus? Ja, dort. Alles klar, dann schauen wir nochmal. Lebend raus. Verlass dich drauf. Da hat einer Ärger. Du weißt, das ist falsch.
falsch, Sobeks Kinder zu töten, ihre Leiber mit Unrein. Alles klar. Die muss auf jeden Fall noch mit hier plündern. So, befreien. Jesse, Mahanahed, White Amunua hast du. Was, wie bitte? Was? Mein Leben ist verschont, doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Du, Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padia Set. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Ah, das sieht natürlich wieder toll jetzt, weil wir genau auf dem Wasser sind. Schauen wir da irgendwie ein kleines Boot oder sowas finden. Aber normalerweise sind eigentlich immer genügend Boote hier am Strand. Schauen wir hier, wo was liegt. Ah, hier ist schon eins schwer. Sehr schön. Du Sau! Okay, haben wir die auch schon? Instruktionen. Diese Fracht soll zum Lager an der gestrandeten Triere geliefert werden. Lagert sie bis auf weiteres im Zelt des Kapitäns. Öffnet oder bewegt das Paket nicht ohne Erlaubnis. Ihr erhaltet die Bezahlung nur, wenn diese Regeln eingehalten werden. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Mehr Beweise. Okay, wir müssen Beweise besorgen. Boah, ist ziemlich weit da. Oh, wie haben wir darüber? Okay, ich würde sagen, wir ja, wir gehen mal hier hin. Und dann schauen wir mal, dass wir ein Bötchen kriegen. So, jetzt machen wir natürlich weg. Wir wollen jetzt nicht in der Arena kämpfen.
Und wir werden, glaube ich, auf jeden Fall, bevor wir dann mit der Hauptstory weitermachen, auch mal unsere Waffen mal upgraden. Das sind übrigens das Schild und die Waffe aus Final Fantasy. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut einfach mal in meine anderen Videos rein. Mit dem Ladescreen hier hätte ich ja auch bald zu Fuß gehen können. Wäre genauso schnell gewesen. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Okay. Mehr Beweise für die Zusammenarbeit mit Ptolemäus Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Immer das Gleiche. Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Da vorne, aber ich werde jetzt noch nicht leveln. Das bringt jetzt noch nichts. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Schiffchen. Boah, ich springe genau in die Fackel rein. Das kann nur wieder mir passieren. Und jetzt glaube ich, da drüben ist auch ein neues Gebiet, wenn es mich nicht täuscht. Mit Sicherheit wieder Sperrzone. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Oh mein Gott, hier sind viele Wachen. Das wäre vielleicht eine Option, wenn wir von hier oben dort reingehen. Okay. Schauen wir mal hier hoch, vielleicht geht es von da oben leichter. Mich hier nicht erwischen lassen. Hey! Okay, da oben ist einer, den könnte ich aber mit dem Bogen hier runter knallen. Sehr schön. Und hier, von hier hätte ich gemeint, dass wir dort runterkommen. Dass der hier hochkommt. Was?
Okay, hier war einer. Das ist das Lager, okay. Moment, war das... Okay, die vergiften wir auf jeden Fall mal. Ich weiß ja eben nicht, wie lang das hält. Ich begreife nicht, warum wir uns mit diesen Kerlen abgeben. Hast du die Kisten mit Gold im Zelt des Hauptmanns gesehen? Wenn die nicht mal ein Verdammt... Das. Was? Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Seetep. Wieder Seetep. Dieser giftige Priester aus dem Nordtempel entwickelt sich zum großen Ärgernis. Ich sollte Padiaset von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Alles klar. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sprechen wir mit Petit und Sobek Priester. Ist es denn schon eine neue Quest oder nicht? Hä? Das haben wir doch schon gemacht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Ich mache die zwei Quests noch fertig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann würde ich gerne... Sind das Nebenquests? Hauptquests. Genau, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann mit der Hauptquest weiter. Gut. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Habt Spaß. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.